Okay, das soll jetzt der digitale Trailer zu meinem analogen Film 30 Jahre, aber den Sinn des Lebens habe ich immer noch nicht rausgefunden werden. Etwas unpassend, aber damit das irgendwie zusammenkommt, habe ich die Speicherkarte von dieser Digitalkamera jetzt so manipuliert, dass ungefähr nach 3 Minuten nicht mehr genug Platz drauf ist und der Trailer einfach vorbei ist. Der Film 30 Jahre, aber den Sinn des Lebens habe ich immer noch nicht rausgefunden, besteht aus 30 Rollen Super 8 Film. Die erste davon habe ich 1990 gedreht und zwar, deshalb sitze ich hier mit dieser Kamera, eine Super 8 Kamera, die jetzt leider schon nicht mehr läuft, aber damals lief sie noch. Und das Besondere daran ist, wie man hier sieht, da ist nämlich noch ein Tonabnehmer drauf, ganz im Gegensatz zu allen anderen Super 8 oder überhaupt Analogkameras, war das eine Kamera, wo man Tonfilm einlegen konnte. Das war so was ganz Besonderes, weil die Super 8-Industrie Angst bekam wegen dem ganzen Video und dann einfach dachte, ja, wir müssen jetzt auch Tonfilm einführen. Und deshalb haben die so Kassetten hergestellt, wo eine mini kleine Tonspur drauf war. Kann man hier vielleicht sehen, so ganz leicht angeklebt. Die konnte man dann hier einlegen, so rum. Und dann wurde halt hier unten der Ton aufgenommen und hier das Bild, was das auch total unmöglich machte, hinterher den Film zu schneiden. So ist das natürlich bei analogen Vorführfilmen, ne? Dass das Material hier hinten, der Ton schon hier vorne ist und da ist das dazugehörige Bild, weil das nicht beides zusammenpasst. Wenn man dann aber den Schnitt machen will, ist das Bild weg und so. Ne? Deshalb war das eigentlich Unsinn. Aber es war ein Versuch, am Markt zu bleiben. Ich habe damals 1990 so eine Super 8-Filmrolle mit Ton eingelegt, das Mikro natürlich hier oben so drauf festgeschraubt und die Kamera vor mir aufgebaut und über mein Leben drauf losgequatscht, weil ich einfach mal die Kamera ausprobieren wollte. Und dann war das so, dass man, wenn der Film fertig belichtet war, der hörte einfach auf. Ne? Ich laber über mein Leben und am Ende der Rolle schnitt mir einfach das Ende mitten im Satz das Wort ab. Ich habe dann die Rolle eingeschickt und mit diesem wurden gleich mitgeliefert, diese Beutel, zu Kodak geschickt. 14 Tage später kriegst du mal den entwickelten Film zurück. Ich habe ihn mir angesehen auf meinem Projektor, fand ich scheußlich. Habe ihn hinterste Ecke der Schublade gelegt. Aber es gab so ein paar Kommilitonen, die haben meinen Super 8 Projektor benutzt und haben sich darauf ihr Material angeguckt. Und an einem der Abende, wo die mal wieder da waren, habe ich auch dann, wahrscheinlich wegen Alkohol, den ich getrunken habe, mich getraut, meine Rolle Super 8 zu zeigen. Die fanden den gut und weil wenn man neues Material in der Kunsthochschule kriegen wollte, man immer das alte zeigen musste, habe ich den Film dann auch irgendwann mit in die Kunsthochschule genommen, habe auf dem Weg dahin gedacht, ich nenne ihn Ich bin 24 und dann habe ich da angesagt, dieser Film heißt Ich bin 24, Licht aus, Vorführung, fanden auch wieder alle ganz okay, habe ich sogar ein bisschen rumgeschickt, lief auf Festivals, ich wollte eigentlich Experimentalfilme machen, war dann ganz überrascht, dass sowas läuft und dann war es auch wieder vorbei und ein Jahr später ungefähr, nach einer Ausstellungseröffnung treffe ich im Bus meinen damaligen Prof und der sagt zu mir, Jan, wann kann ich eigentlich, ich bin 25.